Bats, der Fischtyp, sind in Granny Goodness Waisenhaus gelandet. Oh, du denkst jetzt sicher, das klingt nach einem gemütlichen Ort. So mit Milch und Keksen. Falsch! Die alte Schachtel ist eine übelst knallharte Oma. Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Lego DC Super Villains. Hier auf Katze, der Kanal für Kinder. Oh, hier kann man auch Rennen starten. Ja, meine Lieben, in der letzten Folge haben wir die Hauptstory geschafft. Das heißt, die Geschichte ist somit wirklich vorbei. Aber es gibt noch eine Nebengeschichte, die ich jetzt in den nächsten 2-3 Folgen zeigen werde. Sofern ihr Lust habt, könnt ihr gerne weitergucken. Ansonsten habt ihr natürlich alles gesehen und könnt euch, wenn euch die Geschichte gefallen hat, gerne nochmal von vorne angucken. Und da wir die Geschichte jetzt komplett durchgespielt haben, kann ich jetzt auch jederzeit die Figur wechseln, außer aber in den Minigeschichten, die wir jetzt gleich spielen werden. Die sind echt kurz gemacht. Ich gehe mal stark davon aus, dass die Videos von dieser Minigeschichte auch kürzer sind als die normalen Videos in den letzten Folgen. Ja, wir sind immer noch in dem Palast von Darkseid, aber hier gibt es eine nette Sache. Hallo Granny Groot! Oder Granny, wie auch immer, wie sie heißt. Los geht's! Oh, eine Bildergeschichte, wie toll! Mein Freund! Ich hab dich schon erwartet. Oh ja, es geht nichts über einen Prontadon-Steak und eine Tasse Weltraumsprit zum Frühstück. Ich soll dich also über die neuesten Eskapaden dieser Luschen von der Justice League auf Trab bringen. Das ist ja gar nicht Lobos Art, höre ich dich jetzt sagen. Und klar, ich schlag ja niemandem die Birne ein. Aber auch ein intergalaktisches Ass von einem Kopfgeldjäger hat seine Rechnungen zu bezahlen. Und der Kunde zahlt dafür ja auch mehr als genug. Wenn ich recht habe, sind diese Justice jetzt wieder in ihrem Turm angekommen. Jetzt fragt ihr euch, aber Lobo, wo waren die denn? Warum haben wir mit den Bösen gespielt? Wo ist denn unser Kumpel Batman? Pha, die haben ihre Zeit auf Apokolips verbracht. Klingt ziemlich nett, was? Es gibt Lavafelder, eine Bevölkerung voller Irrer und Darkseid, der die ganze Bude kontrolliert. Aber egal. Die Justice League ist da mittendrin gelandet, nachdem sie vom Crime Syndicate von Erde 3 über den Tisch gezogen worden sind. Bats, der Fischtyp und die mit dem grünen Ring, sind in Granny Goodness Waisenhaus gelandet. Oh, du denkst jetzt sicher, das klingt nach einem gemütlichen Ort. So mit Milch und Keksen. Falsch! Die alte Schachtel ist eine übelst knallharte Oma. Diese Justice-Jungs wachen also auf und sehen erstmal nichts außer hübschen Wollmustern. Und du denkst, Lobo, vielleicht ist sie altersmilde und hat ihnen allen ein Pullover gestrickt. Schon wieder falsch, Sonnenschein. Oh, hat Granny ein Pullover für uns gestrickt? Aufwachen, Justice League! Ihr wollt doch nicht etwa den ganzen Spaß verschlafen, oder? Oh Mann, wir stecken da drin in der Wolle. Reiß sie auf. Ja, mach das weg. Oh Mann. Halt, war das Wolle? Wo sind wir? Erinnert mich irgendwie daran, wo meine Großmutter lebte. Aber ja, mein Schatz, eure neue Granny. Willkommen in Granny Goodness Glücksheim. Macht's euch bequem, Jungs, denn ihr kommt hier nicht weg. Glück, das reicht. Verschwinden wir, bevor sie uns passende Pullover strickt. Okay, also wir sind jetzt in dem Haus von unserer lieben Großmutter, sozusagen. Hier, bitteschön, was zum Essen. Das ist aber unhöflich. Ich fand immer, ich sehe vermurkt aus auf dem Porträt. Ja, dein Porträt sah ganz nett aus. Liebe Granny, warum ist die Tür zu? Können wir da bitte durch? Aber irgendwie süß eingerichtet, oder? Da oben ist noch ein Porträt von Darkseid, der ja seit der letzten Folge lieb ist. Der hat uns sogar Tee angeboten. Und Granny ist auch lieb, aber irgendwie hat uns Granny hier eingesperrt. Liebe Granny, warum hast du das getan? Irgendwas führst du doch im Schilde. Naja, ein kleines Mini-Abenteuer mit unserem lieben Green Lantern, Batman und Aquaman. Die drei tu nicht Gute. Meine Lieben, hier gibt's den Hinweis. Wenn euch Lego DC gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze, der Kanal für Kinder, damit ihr auch in Zukunft keine spannenden und vor allem sehr lustigen Videos mehr verpasst. So, mal gucken. Ist hier irgendetwas? Nö, hier ist nichts. Aber kann ich da hoch und dieses Ding, das da so leuchtet, kaputt machen? Ja, es hat funktioniert. Doch,
Was hat es gebracht? Irgendwie gar nichts. Okay, dann schicken wir unseren kleinen Roboter, unsere Drohne nochmal raus. So, und nochmal kaputt machen. Jetzt hat's funktioniert. Sehr schön, da kommt ein bisschen Krempel runter. Können wir hier Musik machen? Ich möchte Musik hören. Was ist das denn für eine Platte? Keine Ahnung. Okay, und wo schießen wir jetzt damit? Keine Ahnung. Wir bauen erstmal etwas. Sowas ist... Oh, hier können wir schießen. Okay, das ist glasklar für uns. Kein Problem. So, da drauf. Und mal sehen, was passiert. Hä? Batman, noch einmal. Da drauf. Und los. Ui. Niu. Guck mal, was da runterkommt. Haha, wie cool. Wir nehmen das jetzt, um hochzufahren. Wie nennt man das nochmal? Es ist kein Rollstuhl, es ist etwas um... Oh Mann, wie das aussieht. Ich fahr schon mal hoch, Freunde. Mit dem Stuhl hochgefahren. Wie cool. Hallo, ich bin jetzt oben. Dankeschön. Wie seid ihr denn da hochgekommen, Freunde? Na egal. Green Lantern, hat hier jemand von uns Bärenkräfte, um das Ding hier aufzumachen? Wahrscheinlich nicht, oder? Na egal. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Ein Schloss. Dann machen wir das Schloss einfach mal kaputt. Und eine Kuckucksuhr. Na, heiliger Bimbam, hier gibt es einiges zu entdecken. So, was haben wir denn hier Schönes? Green Lantern, mach doch mal kaputt. Durchwühlt mir nicht die Schubladen. Haben euch eure Eltern keine Manieren beigebracht? Aber liebe Granny, du kannst uns doch auch Manieren beibringen. Immerhin bist du unsere Oma. Zumindest in dieser Folge, in diesem Spiel. Also, nur heute. So, was ist das hier eigentlich? Kannst du deinen Speer da drauf werfen oder so? Ah ja, perfekt. Können wir die Uhr jetzt... Ah, okay. Komisch hier bei Granny zu Hause. Bei Granny, bei der lieben Granny, erlebt man immer tolle Sachen. Nicht wahr, Granny? Batman, wir brauchen deinen Haken. Zieh mal bitte dran. So, und los. Und schön ziehen. Ah, ein Müllschlucker. Der könnte der Weg nach... Ah, im Müll, wo ihr hingehört. Was meint ihr? Ist die nicht schön und tödlich? Ist das... Bist du das, Oma? Alles gut. Granny, bist du das im Mini-Format? Wer ist denn das? Granny in ihrer Jugend oder... Granny als Kind? Granny in Form eines Zombies? Ich weiß nicht. Aber Granny, bei dir sieht es hier unten im Keller ziemlich düster aus. Ich weiß gar nicht, warum. Naja. Ja, wir probieren deine Brühe noch. Oh Mann, Granny, du bist echt verrückt. Naja, wir sorgen hier mal für Recht und Ordnung. Lieber Aquaman, lösch mal kurz das Feuer. Hey, und ihr komischen Wollbanausen, lasst mich bitte in Ruhe. So, Feuer löschen. Das klappt wunderbar. Aber was das Feuerlöschen jetzt gebracht hat, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Naja, egal. So, hier ist Granny Suppe. Die ist ziemlich eklig, muss ich sagen. Und hat uns jetzt gerade auch das restliche Leben genommen. Oh, da war Granny! Granny, wir haben dich gerade gar nicht gesehen. Uiuiui. Da kamen viele Küchenutensilien runter. Granny, was ist denn los bei dir? Du bist doch eigentlich so nett. Na gut. Ich glaube, ich brauche gleich die Hilfe von Green Lantern. Greeny, wo bist denn du? Komm mal hierher. Greeny. Komm mal schnell. Oh ja, was wird denn das? Eine Bratpfanne für Granny. Dong, dong. Beeindruckend, aber nicht beeindruckend genug. Denkst auch nur du, Granny. Wo bist du denn jetzt? Die kann sich auch immer unsichtbar machen. Granny, jetzt hör auf mit dem Spaß, ja? Das war's auch schon. Ein Foto mit Green Lantern. Als die Justice League sich dann mit Grail verscherzt hat, ist die erstmal völlig ausgerastet. Da fällt der Apfel nicht weit vom Stamm. Hat gleich mal mit ihren Augenstrahlen losgelegt. Aber Bats ist clever.
lenkt ihren Blick schön auf seinen ollen Umhang, statt auf den Klotz guter alter Goodness-Butter auf dem Boden. Ups! mitten durch Grannys Küchenwand. Na, das nenne ich Kernsanierung. Granny G, die wird so stocksauer sein, dass Grail bis in alle Ewigkeit Töpfe schrubben kann. Was soll's? Die Jungs nehmen das als Anlass zu gehen und überlassen ihr die Ausreden. Ha, sich einfach vor dem Abwasch drücken, genau mein Ding. Okay, also diese Kurzgeschichte war ziemlich lustig. Aber es gibt noch weitere. Habt ihr Lust drauf? Wenn ja, gibt es rechts oben das nächste Video zur nächsten Kurzgeschichte. Einfach drauf tippen und ihr kommt dann zur nächsten Folge. Und natürlich nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, denn sonst verpasst ihr echt tolle Videos hier in unserer tollen Community. Wirklich, kann ich nur empfehlen. Also dann, Katztastisch!